Hi everybody, I'm Memo. Hallo, ich möchte damit beginnen, indem ich sage, alles, was wir hier gesehen haben, war erstaunlich. Es war wirklich toll. Und uns ist klar geworden, dass es etwas ganz, ganz Besonderes ist, wenn man die goldene Nika bekommt. Wir werden unseren Beitrag ganz kurz fassen, damit wir nachher vielleicht ein bisschen darüber diskutieren können. Wie ist das Projekt zustande gekommen? Guajola und ich arbeiten individuell, aber wir kennen einander seit vielen Jahren und wir haben ähnliche Interessen, arbeiten mit ähnlichen Prozessen. Unser Output ist zwar unterschiedlich, aber wir haben gemeinsame Interessen. Wir haben über Zusammenarbeit mehrfach gesprochen und bekamen dann die Möglichkeit mit diesem Projekt. Das Nationale Medium-Museum in Großbritannien gab während der Olympischen Spiele einen Auftrag über eine Untersuchung aus künstlerischer Sicht der Bewegung von Sportlern. Und es wurden da traditionelle Bilder verwendet, historische Aufnahmen. Und es wurden traditionelle Bewegungsstudien auch verwendet. In diesem Kontext kam dann unsere Idee zustande. Wir wollten ein abstraktes Werk schaffen, eine Studie der menschlichen Bewegung und sozusagen die Grenze zwischen Abstraktion und Erkennbarkeit schaffen. Wir haben uns für Sport aus einer Reihe von Gründen entschieden. Ein interessanter Aspekt beim Sport bzw. beim Tanz war, dass es beim Tanz um Form geht, um Kommunizieren mithilfe des Körpers. Und beim Sport gibt es verschiedenste Ebenen. Es geht natürlich ums Gewinnen, ums Siegen, nicht unbedingt um die Kommunikation durch den Körper. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, wie sieht ein Körper aus, der gewinnen will? Dann gibt es natürlich den Unterhaltungsaspekt beim Sport. Die Bewegung wurde von uns in der Form untersucht, dass wir tatsächlich Sportler und ihre Bewegungen analysiert haben. Und wir wollten das dann in etwas völlig anderes verwandeln. Also zuerst wirklich Fokussierung auf die Mechanik der Bewegung.
Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Zu Beginn haben wir natürlich nicht gewusst, wie das Ganze aussehen würde. Wir wussten, was wir erkunden wollten, eine abstrakte Produktion, aber gleichzeitig narrativ, Bewegung, einerseits Realität, aber dann andererseits die Abstraktion. Ich werde das nicht im Einzelnen zeigen, aus Zeitgründen, aber Sie sehen da verschiedene Bilder, die wir verwendeten, auch bei unseren Recherchen. Wir haben uns die Geschichte der Bewegungsstudien angesehen, verschiedenste Fotoaufnahmen, frühe Aufnahmen, ganz primitive Techniken noch. Das alles aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt auf diesem Gebiet ja schon sehr, sehr viele Untersuchungen. Also wir haben uns alle diese Skulpturen auch angesehen. Da, Beispiel einer Maschine 1901, 1902. Wichtig war für uns, uns anzusehen, was früher schon gemacht wurde, auch vor 100 Jahren. Das war ein wichtiger Ausgangspunkt, etwa Arbeiten vom MIT. Also ich zeige Ihnen das nur ganz, ganz schnell, da gab es wirklich erstaunliche Arbeiten. Das zeigt schon unser Interesse. Das hier ist etwas, was vor unseren Augen sich abspielt, aber wir sehen das nicht. Aber das spielt sich ja tatsächlich ab und wir wollten Dinge visualisieren, die stattfinden, aber die wir nicht wirklich sehen. Das war für uns faszinierend. Wir wollten das Unsichtbare visualisieren, sichtbar machen. Unsere Sinneserfahrungen gewissermaßen ausweiten. Abgehen von dem, wie wir die Realität erfassen. Das sind Bilder aus den 1940er, 50er Jahren. Dann gab es schon frühe Aufnahmen aus den 1880er Jahren. Diese Phänomene wollten wir nicht einfach dokumentieren, sondern wir wollten sie einfach sozusagen als Ausgangspunkt, als Samen verwenden und dann diese Samen sich entwickeln und wachsen lassen. Ja, ich will versuchen zu erklären, welche Methodik wir angewendet haben. Animation ist eine Sache, hier gibt es keine Keyframes. Animation bedeutet, man braucht ein Storyboard, man überlegt sich, was man sagen will und dann führt man es aus. Ähnlich wie bei einem Dokumentarfilm. Man will etwas recherchieren und einen Dokumentarfilm produzieren heißt eigentlich recherchieren. Man weiß nicht genau, wie das Ergebnis aussehen wird. Man entdeckt dabei Dinge. Und wir haben versucht, hier die Regeln festzusetzen, die Grenzen für unsere Exploration. Und dann wollten wir uns einfach innerhalb dieser Grenzen einen Freiraum geben, ohne genau zu wissen, wie das Ergebnis aussehen würde. Also wir hatten nicht von vornherein ein Bild vor Augen und wollten dieses Bild dann wirklich erzeugen oder generieren, sondern wir wollten etwas Lebendiges schaffen. Es war ein Prozess der Entdeckung, der Exploration. Das war auch, hat auch Spaß gemacht. Und wir haben uns natürlich auch von Duchamp inspirieren lassen, ein Akt, der die Treppe herabsteigt. Das ist ein interessantes Bild. Es zeigt ein Phänomen, das wir nicht tatsächlich sehen, aber es wird sozusagen dieses Phänomen verstärkt und lässt der Fantasie Raum. Hier ein Process-Video, eine Aufnahme von den Commonwealth-Spielen. Wir
haben hier Aufnahmen gemacht während der tatsächlichen Spiele, während der Wettbewerbe. Denn wir wollten dann das zeigen, was sich im Wettbewerb abspielt. Wir wollten hier etwas als Ausgangspunkt verwenden, das real ist und nicht irgendetwas Künstliches, auch nicht etwas, was mit MoCap, Motion Capture im Studio produziert wird, sondern es sollte sich um eine Erfahrung aus dem tatsächlichen Leben handeln. Hier haben Sie eine Aufschlüsselung gewissermaßen der Daten, die wir verwendet haben für unser endgültiges Produkt. Die Analyse des Videos erfolgte manuell. Die Studio-Animationsdaten für die verwendeten wir eine automatische eine Automatik, dann aber haben wir manuell gearbeitet. Also wir haben einfach die Animationsdaten verwendet und visualisiert und von diesen Visualisierungen ausgehend haben wir das endgültige Stück produziert. Ja, ich glaube, das war's auch schon.